Hallo, herzlich willkommen zu dem Vlog. Heute ist Sonntag. Wir fliegen heute zurück nach Hamburg. Und wir wollten uns eigentlich um 8 unten an der Rezeption treffen. Das Problem ist nur, dass wir uns, wie gesagt, um 8 unten an der Rezeption treffen wollten. Und jetzt gerade ist es Viertel nach 8. Und ich habe noch nicht mal so wirklich richtig fertig gepackt. Also ich bin jetzt fertig. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich nicht irgendwie irgendwas vergessen habe. Denn ich habe jetzt zwar... Und ja, würde ich sagen, fahren wir los. Ich bin jetzt eh schon eine Viertelstunde zu spät. Ich werde gerade wieder angerufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich muss noch packen. Ja, aber ich bin erst um 10 nach 8 aufgewacht. Guck gerade noch, ob hier irgendwie was ist, sonst bin ich eigentlich fertig. So Leute, ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Ich habe jetzt hier nochmal alles durchgeguckt. Ich wüsste nicht, wo ich hier irgendwas vergessen haben soll. Die Hotelkarte habe ich. Meine Sachen habe ich. Scheiße, ist ja schwer. Und ja, wie gesagt, ich müsste eigentlich alles haben. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann habe ich es vergessen. Also ja, bis gleich. Leute, sorry für diesen etwas abrupten Anfang, aber wir sind jetzt doch noch relativ rechtzeitig am Flughafen, gehen jetzt durch die Sicherheitskontrolle. Danach frühstücken wir noch ein bisschen was und ich glaube in einer Stunde oder so ist Boarding, also wir sind eigentlich noch relativ rechtzeitig. Ich bin wieder zurück in Hamburg und es ist jetzt ziemlich genau 13 Uhr. Wir sind gerade mit einem Taxi noch hier zurückgefahren. Ich sehe gerade, die Nachbarn haben sich hier so ein neues Kinderklettergerüst gebaut. Wir sind gerade mit dem Taxi noch zurückgefahren und ich habe fast mein Handy verloren, weil das hatte ich halt hier in der Hosentasche von der Jogginghose. Das war auch schon mal nicht ganz so schlau. Dann ist mir anscheinend rausgefallen und zwischen die Sitze gerutscht. Aber es lag nicht auf dem Sitz, da hätte ich es wahrscheinlich noch gesehen, sondern es lag wirklich so zwischen den Sitzen. Und dann war ich eigentlich schon fast im Haus, will so mein Handy aus der Tasche holen, merke ich so, ist nicht mehr da. Und dann bin ich noch schnell zurückgerannt und so, hab's dann zum Glück noch bekommen. Aber das war auf jeden Fall knapp. Der wollte gerade schon wieder wegfahren, das Taxi. Hab's gerade noch so bekommen, sonst wäre das jetzt weg gewesen. Ich habe meinen Rucksack, meinen Koffer jetzt ausgeräumt, noch nicht weggeräumt, aber ausgeräumt. Und mir ist auch gerade aufgefallen, dass heute der 5. Juni ist. Das heißt, dass heute die WWDC bzw. WWDC bzw. Worldwide Developer Congress 2017 heute ist. Und da wird ja vor allem Software vorgestellt. Aber ich glaube, oder laut Gerüchten, kommen auch neue MacBooks und vielleicht auch neue iPads oder sowas. Mal sehen, ist heute 19 bis 21 Uhr. Ich gucke mir den Stream auf jeden Fall mal an, auf dem Fernseher am besten, über Apple TV, das geht ja mal ganz gut. Und wir, warte mal kurz, wir essen jetzt gerade gleich draußen noch ein Eis. Es ist mittlerweile 2:30 übrigens, weil ich jetzt noch gerade, keine Ahnung, Videos geguckt habe und so weiter. Ich war jetzt 4 Tage nicht da, aber ja, ich esse erstmal was. So Leute, ich habe jetzt gerade ein bisschen Eis gegessen und das ist jetzt nicht so, wie man es eigentlich erwartet, eine halbe Stunde später, sondern 2,5 Stunden später. Ist nämlich schon nach 17 Uhr jetzt gerade. Denn ich habe jetzt gerade nicht nur Eis gegessen, sondern auch wieder Videos geguckt, Musik gehört, gar nichts gemacht. Ich meine, es ist Wochenende so, beziehungsweise ja, Pfingstmontag. Und ja, jetzt schneide ich aber gleich mal mein Video vom 21.05. ist das. Es ist jetzt gerade 5.06. Das heißt, ich hänge da schon so ein bisschen zurück. Aber ich schneide es auf jeden Fall jetzt. Und in knapp 2 Stunden ist ja dann noch die WWDC. Warum muss WW heißen? Ich verstehe das nicht. Okay Leute, ich habe das Video fast komplett fertig. Ich brauche jetzt noch so ein paar Schnittbilder und dann nur noch die Abmoderation. Ich denke mal, ich habe das in 20 Minuten, vielleicht halbe Stunde höchstens
hätte ich das fertig, aber in 20 Minuten, eine halbe Stunde, fängt die WWW, dieses DC an. Mann, dieses hässliche Board. Deshalb helfe ich jetzt noch schnell beim Tischdecken und erst dann, damit ich dann rechtzeitig auf dem Fernseher über das Apple TV die WWDC von Anfang bis Ende gucken kann. Okay Leute, es ist jetzt gerade 10 Minuten nach 10, es wird langsam draußen dunkel, beziehungsweise es ist schon relativ dunkel, ein bisschen Licht ist noch da und ja, ich habe mir jetzt gerade die ganze WWDC angeguckt, waren schon einige coole Sachen vorbei, durch die beiden Sneak Peeks, einmal so eine Art Amazon Echo, nur von Apple, den HomePod und richtig krass ist natürlich auch der iMac Pro mit den, was im Grunde genommen von den Maßen wie ein 27 Zoll iMac ist, aber mit einer 18 Core CPU, 4 TB SSD, 128 GB RAM und dann noch AMD Vega Graphics oder so, weiß nicht so, noch nicht so genau, aber ich rede da jetzt auch nicht weiter drüber, obwohl ich es aber selber weiß, dass ich es hasse, wenn irgendein YouTuber, sagen wir jetzt als Beispiel mal Dena oder so als Blogger, der, bei Dena weiß ich, er kennt sich gut mit Kameras und so aus, aber trotzdem redet er nicht richtig viel so darüber, weil die meisten Zuschauer sich eben überhaupt nicht für Kameras interessieren, aber das stört mich dann immer, dass er auf irgendwas nur so ganz leicht, ganz halb eingeht oder so und ich aber mehr Infos drüber haben will und das aber nicht richtig kriege und teilweise noch nicht mehr wirklich weiß, was er für eine Kamera hat, also bei Dena ist die A7R Mark II wegen dem besseren Autofokus, aber auch zum Beispiel Casey Neistat macht es meiner Meinung nach besser, weil er hin und wieder dann halt doch so ein Technikvideo macht, wie zum Beispiel mit der GH5 und der A6500. Aber ich fange wieder an, über Technik zu reden. Ich glaube, ich höre damit mal jetzt auf, schneide jetzt noch gleich mein Video fertig. Und ich würde sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann könnt ihr jetzt gerne hier auf meinen Kanal Zeichen, Symbol, was auch immer drücken. Und den Kanal abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Mein Name tut übertrieben weh und ciao.